Hallo und willkommen beim Motorradmagazin, heute von einer wirklich außergewöhnlichen Destination, nämlich den Azoren. Ich bin hier mitten im Atlantik, sozusagen am Hawaii Europas und habe das Vergnügen, die neue Husqvarna Norden 901 zum ersten Mal Probe zu fahren. Das Fahrzeug, das kennt man ja schon, das wurde 2019 als Prototyp das erste Mal auf der EICMA gezeigt. Und hier steht jetzt das Serienfahrzeug, das sich optisch wirklich überhaupt nicht, meiner Meinung nach, von Prototypen unterscheidet. Das sind maximal Nuancen, wo man da Abstriche gemacht hat. Und ich finde das gut, denn mir gefällt das Fahrzeug, auch wenn manche sagen, es erinnert ein bisschen an die letzte Transalp von Honda. Das macht aber nichts, weil die habe ich auch gut gefunden. Der Name Norden kommt übrigens nicht nur daher, dass Norden natürlich auch im Skandinavischen für die Himmelsrichtung steht, sondern weil es eine Reminiszenz an den Nordstern sein soll, der ja bekanntlich den Explorern und Abenteurern als Fixstern am Himmel dient zur Navigation. Ich nehme euch jetzt mit auf meine Probefahrten hier im Gelände und auf der Straße und erzähle euch ein bisschen was zu dem Fahrzeug und schildere meine ersten Eindrücke. Und da sind wir schon im Cockpit der Husqvarna Norden 901. Was hier auf den ersten Blick auffällt, ist das farbenfrohe 5 Zoll TFT Display, das gemeinsam mit Continental entwickelt wurde. Das entspricht in seiner Funktion ziemlich genau dem KTM Pendant, abgesehen davon, dass hier die Farbgebung von Orange ein bisschen auf Gelb-Grau geändert wurde. Es gibt hier auch drei verschiedene Ansichtsmodi, die unterscheiden sich vorwiegend dadurch, dass diverse Funktionen ausgeblendet werden können. Die Lesbarkeit, Kontrast ist exzellent, da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Das Cockpit kann außerdem über ein optionales Bluetooth-Modul auch mit einer App gekoppelt werden und dann habe ich hier auch quasi eine Richtungspfeilnavigation, also ich kann meine Route am Handy planen und mir dann die Richtungspfeile am Cockpit anzeigen lassen. Außerdem gibt es oberhalb des TFT-Displays eine vorgefertigte Möglichkeit, wo ich mein Smartphone unterbringen kann. Das soll dann auch wirklich wunderbar im Cockpit integriert sein. Zu dem Bluetooth-Modul soll noch gesagt werden, dass das aufgrund des aktuell herrschenden Chipmangels schwer lieferbar ist. Also wer sich jetzt unbedingt sein Motorrad mit diesem Bluetooth-Modul bestellt, der hat eine Wartezeit, die kann sogar bis Mai dauern. Ich habe jetzt in den Offroad-Modus geschalten, weil wir werden jetzt gleich Offroad fahren. Was mir sehr gefällt an der Husqvarna Norden ist, dass man hier noch das sogenannte, ich behaupte jetzt das alte Lenkerarmatur an der linken Seite verwendet, die wirklich eine ganz einfache Bedienung hat. Also nicht das Instrument, das momentan bei der Super Duke zum Einsatz kommt, mit den eher abgerundeten Schaltern, sondern die Vorversion. Und in meinen Augen ist das das bessere Instrument. Die Logik der Bedienung ist deutlich einfacher. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen jetzt abgehackt rede, weil ich halt da ein bisschen Offroad schauen muss, wo wir hinfahren. Wie ich gelernt habe, sind die Azoren auch das Land des Kuhtourismus. Ja, ihr habt es richtig gehört, Kühe, weil hier mehr Kühe als Menschen leben. Und angeblich kommen hier tatsächlich Farmer aus der ganzen Welt, um sich die wunderschönen Kühe in der Gegend anzuschauen. Das nur so nebenbei. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Bei der Bedienung, die wirklich einfach ist, also wer jemals einen Apple iPod gehabt hat, der kann auch intuitiv und ganz einfach die Husqvarna Norden bedienen und kennt sich in den Menüs sofort aus. So viel zu den Dingen, die mir im Cockpit extrem gut gefallen. Jetzt zu dem, wo ich ein bisschen zwiegespalten bin. Das ist nämlich der Windschutz, also die Plexiglasscheibe. Schaut super aus, also ist optisch wirklich ein Hammer. Ist wunderbar an die Optik des Motorrads angepasst. Na, der Guide gibt es ganz schön Gas. Aber der Windschutz lässt natürlich schon zu wünschen übrig. Also wenn man hier schneller am Asphalt unterwegs ist, bläst es einem ganz schön auf den Helm. Aber da hat natürlich das Husqvarna Zubehörprogramm einige Lösungen parat. Trotzdem würde ich hier eigentlich eine verstellbare Windschildlösung bevorzugen.
Mit 204 Kilo ohne Benzin ist die Husqvarna Norden 901 zwar nicht ganz so leicht wie zum Beispiel eine Yamaha Tenere 700. Dafür will sie eben mit mehr Reisekomfort punkten und etwas mehr Ausstattung. Wenn wir das dann vergleichen zum Beispiel mit einer KTM 1290 Super Adventure, sind es doch 20 Kilo weniger hier bei diesem Fahrzeug und das macht im Gelände natürlich eine Menge aus. Obendrein ist hier auch wie bei der 890 KTM Adventure der Tank so geformt, dass das meiste Volumen sich hier unten befindet. Das heißt, wir haben einen sehr tiefen Schwerpunkt, fast wie bei einer BMW GS. Das habe ich schon festgestellt bei der 890 Adventure. Das ist im Gelände wirklich großartig. Das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel zu einer Africa Twin, wo das meiste Gewicht eigentlich hier oben ist und das Fahrzeug dadurch sehr schwer im Gelände zu bewegen wird. Das ist wirklich eine gute Lösung, nur viele haben kritisiert, dass es ihnen optisch nicht gefällt. Und ich finde, diese Ausbuchtungen vom Tank sind hier bei der Husqvarna wesentlich dezenter als bei der KTM. Serienmäßig mit dabei ist außerdem im Cockpit eine 12-Volt-Steckdose. 12 Volt deswegen, hat man uns erklärt, weil ein USB-Stecker nicht so wasserdicht abgedichtet werden kann. Und das wäre natürlich für ein Adventure-Motorrad nicht optimal. So, Guide macht Pause. Und ich kann kurz mein Visier öffnen. Das läuft mir nämlich gerade an. So. Außerdem haben wir hier vorne im Cockpit, ich hoffe ihr seht das, noch einen Knopf. Das ist für die serienmäßigen Nebelscheinwerfer vorne. Auch ein sehr wunderbar optisch integriertes Feature. Außerdem haben wir an der Front einen Lenkungsdämpfer, der auch gut funktioniert. Ein Tempomat ist auch serienmäßig beim Basispreis des Fahrzeugs mit dabei. Die Kupplung wird mechanisch über Seilzug bedient. Und ja, was vielleicht noch ein bisschen besser ginge, aber vielleicht aufgrund des 19 Liter Tankvolumens jetzt nicht einfach umzusetzen war, das ist der Knieschluss. Der fällt relativ breit aus, finde ich. Also da gibt es durchaus Reise-Enduros, wo die Oberschenkel einen kompakteren Knieschluss auf jeden Fall haben. Und jetzt konzentriere ich mich wieder ein bisschen aufs Fahren. Herrlich, also die Federung funktioniert wirklich super. Da merkt man, dass das Fahrzeug softer abgestimmt ist als die KTM. Also die WP-Federungskomponenten sind wirklich toll. Vordergabel, glaube ich, voll einstellbar. Beim Federbein habe ich die Zugstufe und die Vorspannung justierbar. Brauche ich aber nicht, bei meinen 70 Kilo Pilotengewicht passt das eigentlich optimal. Zumindest auf diesem Boden hier. Sehr praktisch bei dem Instrument von Husqvarna ist, dass ich mir die Riding Modes im Untermenü auf Schnellwahltasten hier legen kann. Also rauf und runter im Steuerkreuz kann ich als Schnellwahltaste definieren. Und dann kann ich jetzt, wenn ich die Taste hinaufdrücke, ganz flott zwischen den einzelnen Modi wählen. Hier ist auch auf diesem Fahrzeug ist auch der optionale Explorer-Modus drauf. Ansonsten, serienmäßig ab Werk kommt das Fahrzeug mit den Modi Street, Rain, Offroad. Wie gesagt, Explorer-Modus, den kann ich dann extra dazu bestellen und der hat den Vorteil, dass ich hier dann alles per selbst individuell konfigurieren kann. Also ich muss mich dann nicht mehr mit diesen vom Werk vorgegebenen Einstellungen abfinden, sondern ich komponiere mir das dann zusammen, wie ich das gerne möchte. Und ich kann auch die Traktionskontrolle, die im Hintergrund sozusagen neunstufig einstellbar ist, dann individuell einstellen. Sonst ist es halt so, wenn ich einen Modus wähle, dann ist halt eine Stufe voreingestellt und die kann ich dann nicht anpassen. Daher sage ich, das Investment in den Explorer-Modus, das ist fast unumgänglich. Das sollte man sich auf jeden Fall leisten. Man muss sagen, dass ja ansonsten sehr viel Zubehör bei der Husqvarna serienmäßig mit dabei ist, wie gesagt der Tempomat oder auch der Quickshifter, der exzellent funktioniert zum Rauf- und Runterschalten. Man braucht wirklich keine Kupplung. Die Gangwechsel funktionieren auch bei niedrigen Drehzahlen ruckfrei und geschmeidig. Also da merkt man, dass der rein Zweizylinder von KTM wirklich schon für einen Quickshifter entwickelt wurde und der nicht im Nachhinein dran gebastelt worden ist. Ja, der
889 Kubik rein Zweizylindermotor mit zwei oben liegenden Nockenwellen. Der ist natürlich ein alter Bekannter, den haben wir bereits in der 890 Adventure KTM und 890 Adventure R KTM verbaut. In seinen Spezifikationen ist er exakt ident hier bei der Husqvarna. Das heißt, wir sprechen von 105 PS und 100 Newtonmetern. Und die ganze Motorcharakteristik ist eben komplett identisch. Also ich habe jetzt keinen Direktvergleich mit einer KTM natürlich, aber ich bin die KTM sehr viel gefahren und ich muss echt sagen, ich merke da jetzt spontan gar keinen Unterschied. Man merkt aber im Unterschied zur 97 Adventure schon bei diesem Motor einen gewaltigen Fortschritt. Also bei geringen Drehzahlen Gas geben, das funktioniert ohne Kettenschlagen, ohne Lastwechselreaktionen. Der Motor macht nie so dieses Gefühl, dass er bei niedrigen Drehzahlen unwillig läuft. Im Gegenteil, ich finde ihn sehr kultiviert und gerade für den Reiseeinsatz liefert dieser Motor absolut das richtige Maß an Leistung. Er ist Offroad wunderbar kontrollierbar. Man findet viel Traktion, man ist nicht dauernd überpowered, möchte man sagen. Aber trotzdem hat man auf Kurvenstraßen oder auch auf der Autobahn Spaß mit dem Antrieb, man ist nicht untermotorisiert. Also ich finde, das ist wirklich ein Maß. Mehr Leistung braucht man im echten Adventure-Betrieb eigentlich nicht. Vielleicht noch ein paar Worte zur Ergonomie hier im Sattel der Norden. Der Sattel ist höhenverstellbar in zwei Stufen, nämlich 854 oder 874 mm hoch. Ich bin 1,79 Meter und für mich passt die höhere Stufe, auf der fühle ich mich wohler, das habe ich schon ausprobiert. Jetzt sitze ich gerade auf der niedrigeren Stufe. Ja, ist es ein bisschen Geschmackssache, aber für lange Touren, glaube ich, würde ich die höhere Stufe wählen, weil das einfach den Kniewinkel noch weiter entschärft. Der ist bei der niedrigeren Stufe auch absolut in Ordnung, aber da ist eben noch ein bisschen Komfortreserve da, wenn man den Sattel auf die höhere Stufe stellt. Ansonsten muss ich sagen, die Rückenposition und der Sattel, das passt perfekt. Also die Polsterung ist wirklich komfortabel, aber nicht matschig weich. Man hat ein gutes Feedback von der Fahrbahn. Trotzdem muss man nicht leiden. Es ist ja ein häufig genannter Kritikpunkt bei der KTM 890 Adventure, dass der Sattel so hart ist. Wer das nicht möchte, der kann auf jeden Fall guten Gewissens zur Husqvarna Norden greifen. Die hat einen wirklich angenehmen Sattel. Da kann ich fast meine Hand ins Feuer legen dafür, dass man da erst nach sehr vielen 100 Kilometern Hinternschmerzen bekommen wird. Ja, der Knieschluss ist vielleicht nicht ganz optimal, an den muss man sich gewöhnen. Das geht aber sehr schnell und ist jetzt wirklich keine große Sache. Aber es ist halt kein wirklich schlankes Motorrad zwischen den Oberschenkeln. Da gibt es halt schlankere Fahrzeuge auf jeden Fall. Dafür ist die Lenkerposition wirklich sehr klug gewählt. Das Fahrzeug fühlt sich enorm handlich an, also fast wie eine Supermoto. Das entspricht offensichtlich dieser Einfachheit, die Husqvarna für dieses Modell möchte. Es soll ja sehr zugangsfreundlich sein. Es sollen sich auch Einsteiger und Aufsteiger quasi auf diesem Motorrad sofort wohlfühlen und das ist wirklich gelungen. Es ist agil und man hat nie das Gefühl, dass man mit einem schweren großen Koffer unter Anführungszeichen unterwegs ist. Trotzdem ist aber wirklich der Reisekomfort gegeben. Allein schon durch diese üppige Sonderausstattung, die üppige Serienausstattung eigentlich, die dabei ist, die bei anderen Herstellern ja eigentlich extra zu bezahlen ist. Also eben nur die Nebelscheinwerfer, den Quickshifter, den Tempomaten und so weiter kurz zu erwähnen. Das kurze Windschild ist halt eine Frage des Einsatzbereiches und des persönlichen Geschmacks. Auf Tagestouren würde es mich nicht besonders stören. Allerdings muss ich sagen, wenn ich jetzt eine Motorradreise eine Woche machen würde und Anfahrt auf der Autobahn und Heimfahrt auf der Autobahn, dann würde ich wahrscheinlich doch zum Husqvarna Zubehörprogramm greifen und hier eine etwas höhere Scheibe montieren. Weil auch Leute, die nicht gerne durch die Scheibe schauen möchten, zu denen gehöre ich übrigens auch, haben hier auf jeden Fall noch 10 cm Spiel, bis das überhaupt relevant wird. Also man hätte hier die Scheibe aus physikalischen Gründen auf jeden Fall höher machen können. Allerdings hätte da wahrscheinlich die sportliche Optik des Fahrzeugs drunter gelitten, weshalb man sich, nehme ich an, dagegen entschieden hat, da ein höheres Windschild zu montieren. Ja, wie gesagt, auf die Höhenverstellung, auf die muss man halt leider verzichten, aber das ist verkraftbar. Ja, für all jene, die sich nicht entscheiden können, ob sie bei den Reise-Enduros lieber ein handliches, Offroad-orientiertes, einsteigerfreundliches Fahrzeug wie die Yamaha Tenere 700 haben wollen oder doch lieber eine voll ausgestattete BMW R1250 GS für die wirklich Langstrecken, für die
füllt die Husqvarna Norden eine Marktlücke. Ich muss sagen, sie schafft wirklich diese Gratwanderung zwischen komfortablem Reisemotorrad und sportlichem Kurvenflitzer oder Gelände-Explorer von allen Motorrädern, die momentan am Markt bewusst sind, besser. Auch im Vergleich zu ihrer Konzernschwester 890 Adventure, weil sie einfach um das Haucherl mehr Komfort und Ausstattung bietet. Und daher, ja, glaube ich, gerade für diese Personen, die sich da nicht entscheiden können, die sind mit der Norden 901 gut bedient, da macht man nichts falsch. Was einem bei so einem flott gefahrenen Schotterstraßerl auch gleich auffällt, ist, dass wirklich die Gänge in dem Sechsganggetriebe exzellent flutschen. Also da landet man nicht zwischen den Getriebestufen. Alles präzise. Auch der Quickshifter tut seine Arbeit, wenn man ihn verwendet. Jetzt zum Beispiel beim Runterschalten ohne Kupplung. Einwandfrei. Gasannahme bei der Norden im Offroad-Modus sehr seidig. Gut dosierbar. Das Hinterrad kommt kaum quer, wenn man es nicht möchte. Und sehr handlich eigentlich. Und im Stehen, muss ich sagen, fühlt sie sich auch sehr schlank an. Da merkt man den breiten Tank nicht mehr so wie im Sitzen. Ich hoffe, ihr versteht meine Kommentare, weil der Wind so stark geht. Und ich muss das Visier offen lassen, sonst sehe ich nämlich gar nichts. Federung ist wirklich sehr komfortabel abgestimmt, nicht bretthart. Wie sich's für eine Reise-Enduro gehört. Also der Kompromiss zwischen Straßeneinsatz und Gelände ist hier wirklich gut gelungen. Da braucht man nicht viel herumschalten. Und man vermisst auch ein elektronisches Fahrwerk, eine elektronische Fahrwerksjustierung wirklich nicht. Ich habe jetzt am Asphalt nicht das Gefühl gehabt, dass mir das Fahrwerk zu weich ist. Und im Gelände ist es mir nicht zu hart. Also gut getroffen von den Fahrwerkstechnikern. Wirklich sehen lassen kann sich auch die Serienausstattung der Husqvarna Norden. Also man braucht kaum mehr extra Aufpreis bezahlen für Tourenkomfort. Der Quickshifter, der tadellose, ist dabei. Die vielen Riding Modes. Ob man den Explorer Mode braucht, ja, ich bin der Meinung, man sollte ihn sich gönnen. Aber man würde notfalls auch ohne auskommen. Das Kurven-ABS ist dabei, wir haben 12 Volt Steckdosen, Nebelscheinwerfer und, alles, was ich schon erwähnt habe. Und wenn man das dann in Relation setzt zum Preis, der momentan noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, aber ja, man darf spekulieren, finde ich das eigentlich ein gutes Angebot. Spekuliert wird, dass das Fahrzeug etwas günstiger sein wird als eine KTM 890 Adventure R. Und die liegt momentan in Österreich bei 15.900 Euro. Also in dieser Liga wird sich dann wahrscheinlich auch die Norden 901 abspielen. Und eigentlich finde ich das einen sehr fairen Preis. Klarerweise bekommt man um das Geld auch fast schon eine GS, allerdings nur in der Basisausstattung. Und wer kauft schon sowas, muss man ehrlich sagen. Daher gibt es eigentlich wenig Konkurrenz in der Klasse für die Norden 901. Also da hat Husqvarna wirklich eine Marktlücke quasi jetzt geschlossen mit diesem Fahrzeug. Und gerade für Menschen, die eine zugängliche, unkomplizierte und trotzdem komfortable Reise-Enduro suchen, mit der man im Gelände und auch auf der Straße sehr sicher und komfortabel unterwegs sein kann, für die ist die Norden wirklich die erste Wahl, würde ich fast sagen. Und ja, so viel zu meiner ersten Probefahrt mit dem Fahrzeug. Natürlich werden wir auch in Österreich, sobald die Saison es wieder zulässt, ordentlich Kilometer mit der Norden 901 abspulen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir hier im Sattel zu sein. Hinterlasst mir bitte einen Daumen hoch oder schreibt mir einen Kommentar, falls noch Fragen offen sind. Ich werde mich bemühen, das zu beantworten. Ich werde jetzt noch ein bisschen gemütlich durch die Gegend rollen, mir die wunderbare Landschaft hier anschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis bald, euer Clemo.
Ja, und damit verabschiede ich mich schon wieder von den Azoren und unserer Probefahrt mit der Husqvarna Norden 901. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mit mir im Sattel wart. Ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen. Falls ja, bitte hinterlasst mir einen Daumen hoch für das Video, abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr noch mehr Details zur Norden 901 erfahren wollt, kauft unser Heft, das kommt im Dezember auf den Markt. Ich freue mich bis zum nächsten Mal, euer Clemens.